Servus, Gerte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Grand Tactician The Civil War. Und zwar mit dem ersten Tag des Battles of Manassas. Und ich bin jetzt hier an dem Startpunkt, den die Konföderierten gehen müssen. Und ihr seht schon, ziemlich vertrackste Landschaft hier. Und ich war jetzt lange am Rätseln, ob ich bereits hier in diesen Punkten eine sehr vorwärtige Verteidigung oder eine vorwärtsgelagerte Verteidigung aufbauen soll. Oder den Gegner erstmal in die Tiefe des Raumes vorstoßen lassen soll und dann im Kleinen immer wieder zermürben. Aber, sag's mal so, die Wege sind sehr, sehr lang. Und ja, der Gegner hat natürlich auch genügend Möglichkeiten auszuweichen und mich zu flankieren. Da, und da hoffe ich jetzt, dass die Spielmechanik auch wirklich stimmt, sämtliche Zugangspunkte, der hier im Süden gehört uns, der hier drüben gehört uns, und der Gegner nur von hier kommen kann, kann ich eigentlich versuchen, den Gegner möglichst hier bereits zu zerschlagen, vor allem seine Vorhut, hier muss mit knapp 6000 Mann kommt. Plan ist, dass die beiden Divisionen hier oben, die zweite Division und die vierte Division, hier diese Anhöhen hier halten. Ja, auf die Insel hier unten, auf Sudley Mill und Sudley Springs, die Übergänge hier das Feuer öffnen können. Hier selber werde ich keinen stationieren. Dann hier unten die siebte, die erste Division und die, wenn wir mal hier, und die fünfte Division übernehmen Carthapin Creek plus die Artillerie. Und dann schauen wir, dass wir den Gegner da irgendwie ins Kreuzfeuer bekommen. Meine Kavallerie, wo ist die, ich schaue jetzt mal, ob alles richtig aufgestellt ist. Meine Kavallerie steht hier, der McClernand. Der soll möglichst schnell hier rüberziehen und den Gegner hier auf offenem Feld zumindest kurz binden, verzögern, damit wir hier eben unsere Infanteriedivision in Stellung bringen können. Wir teilen die ursprünglichen Befehle zuerst mal an McClernand. Der soll hier rüber marschieren. Dann erteilen wir weitere Befehle. Wer hat die weitesten Wege? Ich denke, die Einheit hier unten. Denn die Befehle, die ich jetzt erteile, werden auch nach und nach abgearbeitet. Also der erste Befehl geht jetzt hier an McClernand raus. Der zweite Befehl wird an die erste Division gehen. Chopping Creek. Auch schon mal grob aufstellen. Dann der zweite Befehl geht an die Second Division. Die ist ja leider ohne Artillerie. Dritter Befehl geht an die vierte Division, auch über den Fluss hier rüber. Und dann brauchen wir unsere Artillerie. Die schicken wir jetzt auch erstmal darüber. Feintuning machen wir dann, wenn wir dort in den Bereichen sind. So, die schicken wir rüber. Die Tyler-Division ist auch unterwegs. Die fünfte Division schicken wir jetzt erstmal Richtung Sudley Church. Wir können dann immer noch schauen, was wir mit der Einheit dann konkret machen. Und damit müsste ich jetzt eigentlich an sämtliche Einheiten die Befehle erteilt haben. Heinzelman, meine 3rd Division, ist meine Reserve. Ich frage mich nur gerade, wo ich die positioniere, die Reserve. Ich glaube, wir positionieren die auf Matthews Hill. Gut. Dann schauen wir mal, was passiert. Eine gute Planung spart Blut. Das soll wohl ein Spruch von Manschlens gewesen sein. Ja, Planung ist eigentlich alles. Was heißt eigentlich? Planung ist alles. Gerade in der Defensive. Ich denke aber mal, dass mein Plan jetzt gar nicht so verkehrt ist. Er ist halt ein bisschen grob, aber letztendlich kommt ja alles darauf an, wie der Gegner sich dann auch hier verteilt. Man weiß ja auch schlecht. Ich kann nur hoffen, dass die Spielmechanik, und da fehlt mir noch die Erfahrung, dass es wirklich so ist, dass der Gegner nur hier drüben das Schlachtfeld betreten kann. Dann stehen wir da, wo wir... Moment. Defend your position. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt, der Gegner ist... Ich bin natürlich auch blöd, gell? Der Gegner kommt ja da nicht erst an. Er ist ja schon da. Mein Gott. Jetzt müssen wir
Müssen wir mal schnell umschalten. Siebte Division. Wir haben hier tatsächlich schon Einheiten auf der anderen Seite des Flusses. Aber das ist ja bloß ein kleines Vorauskommando. Also die 6000 Mann sollten wir ja eigentlich schlagen können. Schauen wir mal. Allerdings muss ich natürlich meine Befehle jetzt deutlich abändern. Wir bringen die Einheiten hier in Stellung. Ich hoffe, dass die Befehlserteilung schnell genug geht. Die können wir ruhig dann in den Norden ziehen lassen. Siebte Division, die erste Division. Die erste Division ziehen wir hier in Stellung. Dass hier jetzt übrigens dieser Schlenker drin ist, bedeutet derzeit nur, dass sie momentan natürlich noch ihre Befehle ausführen. Und wenn der Befehl dann kommt, dann geht es auf die neue Position. Ich kann nur hoffen, dass die Befehlsverteilung jetzt nicht zu lange dauert. Fünfte Division. Ja, die bewegen wir hier hin. Gut, schauen wir uns mal an, was hier passiert. Ja, noch ist unsere Kavallerie unterwegs im guten Glauben. Es wird interessant. Jetzt haben wir hier Kavallerie. Jetzt halt mal laufen. Hier kommen die Meldereiter. Das Gute ist, Kavallerie ist natürlich vielseitig einsetzbar. Ich werde auch möglichst bald versuchen, in der Strategiekarte quasi meine Kavallerie auch von Regimentern zu vergrößern, dass wir größere Kavallerieverbände haben. Wo ist denn eigentlich die restliche Kavallerie? Ist hier Deckung? Sieht fast so aus, gell? Bringen wir die Männer mal hier in Stellung. Ja, der Gegner bricht jetzt hier auch schon aus. Erwin braucht auch lange Zeit, bis er sich bewegt. So, die ersten Schüsse sind gefallen. Ich glaube, ich kann hier in den Bahndamm sogar... Ja, ich kann mich hier sogar in Stellung bringen. Die zweite Brigade mal hier in Stellung. Jetzt habe ich beinahe wieder einen Massenbefehl gegeben. Die Frage ist, wie schnell ich mich jetzt hier in Stellung bringen kann. Die Einheit zusammen, die Cohesion ist noch gut. Jetzt können die mal ein bisschen zurückfallen hier.
Ja, er kann mit der Kavallerie in die Flanke fallen. Das müsste jetzt eigentlich gut ausgehen für uns. Ja. Kershaws Regiment hat bereits 45 Casualties. Ah, ist es nicht einfach schön, wie die Einheiten jetzt hier über das Schlachtfeld sich formieren? Ich liebe es. Unsere Kavallerie leistet jetzt hier auch gute Arbeit. Können wir direkt jetzt hier noch in die Flanke, oder? Ja, Kavallerie noch. Und dann muss ich mal überprüfen, dass unsere Soldaten hier auch wirklich den Befehl haben auf, ja, Long Range ist eingestellt. Wo ist die dritte Kavallerie? Brigade. Regiment, Entschuldigung. McLernand. Kann man nach vorne. First Cavalry. Second. Da ist die erste Kavallerie. Die bringe ich jetzt hier in die Flanke. Aber die sollen hier unten rumgehen. Dass wir hier die Geschütze mitnehmen können. Auf jeden Fall die hier. Sehen aus wie Konföderierte. Sind es aber natürlich nicht. Da können wir jetzt dann langsam die Reichweite ausnutzen. Third US Artillery, die gehört zur First Division. Dann bringen wir die Artillerie auch in Stellung. Das ist natürlich jetzt hier erstmal auf dem Hügel. Zurückfallen lassen. Und die Kavallerie ziehe ich jetzt hier auch raus. Mal die erste Brigade hier an. Die steht hier eigentlich gar nicht schlecht, wenn ich die hier so hin beordere. Ist die Frage, ob ich es schnell genug schaffe. Steedman. Entwickelt sich, glaube ich, nicht so schlecht gerade. Hier noch einen auf der Flanke drüben. Das muss Richardson übernehmen. Und Tyler bekommt die Erlaubnis, Truppen zu sammeln. Bewegt sich. Ah ja, Schenk. Das war hier, genau. Schauen wir mal, ob wir der Artillerie in den Rücken fallen können. Wie geht's in unserer Artillerie? Die ist hier unterwegs, dauert ein bisschen.
Es wäre jetzt gut, wenn ich mit meiner Kavallerie. Wo ist er denn? Die 7th Division ist disrupted. Ich versuche jetzt mal hier hinten in die. Da hinten die Flanke zu kommen. Jetzt muss ich mal Pause machen. Die Kavallerie soll zurück. Aber ich hatte schon neue Befehle erhalten. Ja. Die dritte Brigade soll hier übernehmen. Dritte Brigade. Und die vierte Brigade kommt hier rüber. Ja, alles klar. So machen wir das. Fünfte Division ist auch schon in Stellung. Ich denke, wir können es eigentlich wagen hier. Ja, die Einheiten der Konföderierten brechen jetzt auch schon. Artillerie freut derzeit nicht. Wir gehen jetzt Archer's Battery an. Ja, da haben sie natürlich jetzt echt ein Problem, dass sie hier über die Furt müssen. Und wir sie hier ordentlich zusammenschießen. Die erste Batterie kann die hier rüberfeuern. Ja. Muss nur schauen, 3 Stunden, wann ging denn die Schlacht los? Das habe ich jetzt vergessen, denn in 3 Stunden kommt die Verstärkung. Wieso greift Irwin denn jetzt von vorne an? Spinnt der? Wieso greift Irwin jetzt von vorne an? Direkt. Ja, retreating from the field. Die gegnerische Armee zieht sich schon zurück, das heißt, die Verstärkungen werden jetzt hier gar nicht ankommen. Wir werden jetzt hier noch schauen, dass wir möglichst viele Verluste noch zufügen. Er hätte warten sollen mit seinem Angriff. Der konföderierte General hätte warten sollen mit seinem Angriff, bis seine beiden Armeen zusammen angreifen hätten können. Die 3 Stunden haben ihm das Genick gebrochen. Ich sehe gerade im Chat, 7 Uhr müsste der Schlachtbeginn gewesen sein. Jetzt kann ich gerade nicht mehr sehen, wie spät es ist. So, wir werden jetzt dem Gegner hier noch möglichst starke Verluste zufügen. Das ist übrigens eine Sache, die jetzt bei dem Spiel nicht besonders schön ist, dass die feindlichen Einheiten im Prinzip durch die eigenen Einheiten durchlaufen können, wenn sie sich zurückziehen. Ja, ist derzeit einfach noch eine Spielmechanik. Kann ich aber damit leben. Ja. Der Gegner kommt jetzt keine Verstärkung mehr, zieht sich zurück. Wie gesagt, wäre sicherlich sinnvoller gewesen, wenn er seine beiden Armeen hätte gleichzeitig hätten angreifen lassen sollen. Die 3 Stunden haben jetzt hier quasi der Einheit das Genick gebrochen. Kriege ich jetzt mal hier die Einheit? Es gibt's doch nicht. Hier. Sherman.
wohl mit seinem Vorgesetzten ein kleines Problem. Porter lassen wir hier ebenfalls angreifen. Ja, das war's mit der Schlacht. Schauen wir mal, was wir vielleicht noch ein paar Geschütze einsammeln können. Einmal hier unten. Verlassene Geschütze. Sonst sehe ich, glaube ich, keine mehr. Gut, ja, dann können wir schnell vorspulen. Da passiert nichts mehr. Vielleicht können wir hier Johnston noch rausnehmen. Sehe ich hier noch irgendwo ein Geschütz? Ah, hier ist noch Geschütz. Das schnappen wir uns auch. Das war's. Battle of Manassas. Junction war tatsächlich jetzt etwas... 5700 eher verloren. Wir knappe 200. Quit Battle. Das ging überraschend schnell. Ich bin gespannt, ob die zweite Armee jetzt dann gleich im nächsten Zug schon wieder angreift. Das müsste ja die Army of Shenandoah gewesen sein. Mit 23.000 Mann. Ob die jetzt tatsächlich nochmal mit reinkommt, ist die Frage. The Battle of Manassas Junction has ended with the Army of Shenandoah retreating in panic. Total victory. Ja, haben wir quasi alle schon gelesen. Wir haben 676 Waffen erbeutet, also Gewehre erbeutet und 4 Geschütze und 300 Soldaten gefangen genommen. Glorious victory at Manassas Junction. Sehr schön. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt sehr spannend, ob die Army of Shenandoah, hier ist sie, ob die jetzt nochmal quasi in das Gefecht mit eingreift. Also jetzt in dessen natürlich nicht mehr, ob die nochmal gesondert angreifen. Wir haben jetzt hier auch unser Fort gebaut. Das ist sehr gut. Da muss ich mal schauen, ich kann auch Einheiten in Force versetzen. Was bekommen wir hier für eine Meldung? Construction completed. The construction of Fort Law in State of Virginia has been completed. Fort starts its operation. Da können wir reinschauen. Fort Law Garrison. Da könnte ich jetzt bestimmt, wir schauen mal nach, aber ich kann nicht genügend Main, ne, ich kann keine Infanteriebrigaden. Noch 1500 Mann müsste gehen. Kann man hier auch kleinere Einheiten reinstecken? Ne. Stecken wir hier nochmal 2000 Mann rein. Rekrutieren. Die bekommen auch... Habe ich jetzt das Fort überhaupt ausgewählt? Ich hoffe schon, oder? Fort Law Garrison. Ja. Colonel John McDowell. Das ist ja nicht der McDowell, den wir vorher hatten, gell? Nee. Upgrades brauchen wir da jetzt nicht unbedingt. Ich würde sagen, wir stecken hier nochmal eine Artillerieeinheit mit dazu. Aus Wisconsin. Artillerie... 90 Mann Recruit. Machen wir mal die Garrisons an. Fort Monroe, Fort Law. Das war's. Dann stecken wir da nochmal. Was steckt denn eigentlich in so anderen Forts drin? Okay. Nehmen wir nochmal Artillerie mit rein. Nochmal aus Wisconsin. 90 Mann rekrutieren. Geben jetzt erstmal die alten Geschütze. Wird ein bisschen dauern, bis die da ankommen. Gut. Aber dann ist jetzt zumindest hier Manassas zumindest einigermaßen geschützt. Das heißt, wenn ich meine Armee hier wegbewege und jemand angreift, habe ich zumindest Zeit zu reagieren. Army of Shenandoah. 20.000 Mann. Es wäre verlockend, dass wir hier... Was ist denn das? Ist das Fredericksburg? Nee, Fredericksburg ist südlich. Was ist denn hier oben?
34.000 Mann, wisst ihr was? Wir sind bereit dafür. Wir könnten eigentlich direkt hier in den Angriff übergehen. Uns weiter Richtung North Virginia, weiter in Virginia ausbreiten. Befehle sind raus. Wie sieht's aus hier drüben? Army of the West. Jetzt endlich nach Springfield. Und das Engineer Corps ziehen wir jetzt mal nach Rolla. Und hier bei London wollte ich ja eine Supply-Station aufbauen. Die kann ich eigentlich direkt hier aufbauen. Und die Army of Kentucky, ja, da haben wir Probleme. Ich brauche hier Männer. Kann ich hier noch Brigaden bilden? Infanteriebrigaden. West Virginia. Nee. Wird Zeit, dass das Gesetz durchkommt. Aber Kavallerie kann ich ihm geben, oder? Connecticut. Massachusetts. 500 Mann. Ja, dann nehmen wir da einfach Kavalleriebrigaden mit dazu. War jetzt aber falsch. Army of Kentucky. Kavallerie. Machen wir eine neue Gruppe. Machen wir hier eine reine Kavalleriegruppe. Aus Michigan. Ebenfalls Artillerie. Kavallerie meine ich natürlich. Dann nehmen wir gleich nochmal eine. Ich finde die eigentlich recht erfolgreich. Vermont aus Ohio. Ebenfalls Kavallerie, 500 Mann rekrutieren. Und dann werden wir die Einheiten hier alle mal upgraden. Gut, es passiert. Wir haben die Maynard Colt Revolving Rifle. Haben wir schon mal ein paar Mann mehr in der Army of Kentucky. So, schauen wir mal kurz, ob sich hier alles einigermaßen beruhigt. Die dritte Atlantic Blockading Squadron ist wieder unterwegs. Schiffe muss ich auch dringend mal bauen. Wie sieht es denn aus mit unseren Finanzen? Wir haben derzeit 19 Millionen plus. Ich würde direkt mal ein paar Schiffe noch in Auftrag geben. Militär, Fleets, wie sieht es denn aus? Wie viele Waffen sind denn geordert? Springfield Musket. Springfield Rifle Musket. In 82 Tagen erst. Wahnsinn. Kann ich eigentlich Mississippi Rifles kaufen? Ich glaube, die kann ich nicht kaufen. Gell? Mississippi Rifles. Not produced. Nee. The first standard US military rifle to use percussion lock. Very accurate. Effective range 500 yards. Wird nicht produziert. Müssen wir die dann im Ausland bestellen oder was? 3,1 Millionen. 10.000 Stück. Kann ich nicht ordern. Warum? Steht bestimmt da. Ja, this weapon is not being produced or imported. Wir haben also keine Fabriken, die das herstellen können. Na gut. Wird schon passen. Können wir weitere Projekte in Auftrag geben? Derzeit nicht. Artilleriereform wäre interessant. Jetzt Moment, all. Warum kann ich denn... Hier ist doch... Da fehlt noch was, oder? Subsidy Funding. Ja, 974.000 sind bereits an Subventionen rausgeflossen. Eine Million bräuchte es. Cast Artillery, schauen wir mal. Können wir bestimmt jetzt bald ein neues Projekt machen. Company Applications. Farmen. Factories. Mühlen. Saltworks.
Salt is an important commodity needed for preserving food and curing occurring leather. Saltworks produce salt by evaporating salt water, allowing pure salts to be harvested. Ja, Salz fehlt uns, kostet uns zwar eine Menge, aber Salz können wir gebrauchen. Brauchen wir auch zum Herstellen für unsere Rationen. Jetzt würde ich sagen, schauen wir, dass wir den August hier vielleicht noch abschließen. Weiter geht's. Army of Northeastern Virginia. Und diesmal greift die Army of Shenandoah tatsächlich jetzt an. Ja gut, wir haben angegriffen, gell? Ja, klar, machen wir. Play Battle. Ich muss gerade überlegen, na wisst ihr was, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Dann geht's also quasi weiter mit der nächsten Schlacht hier, unserer Army of Northeastern Virginia gegen die Army of Shenandoah. Würde mich freuen, wenn ihr nächste Ausgabe wieder mit reinschaut. Und bis dahin wünsche ich euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Macht's es gut, ciao, pfiat's euch, servus.